Inzwischen habe ich mehr als 70 Aktien gekauft in den letzten 4 Jahren. Da wird es immer schwierig zu entscheiden, welche Aktie fehlt denn überhaupt noch. Aus diesem Grund habe ich heute etwas anderes gemacht. Ich habe mein bestehendes Portfolio analysiert. Sie können das auch, denn online haben wir ein Spreadsheet, ein Google Sheet gebaut, das Ihr Portfolio einfach auswertet. Die erste Auswertung, die ich anschaue, ist nach Ländern. Und das Resultat sehen Sie hier. Wie man sieht, ist mein Portfolio breit über viele Länder verteilt. Nur gerade die Schweiz und Deutschland haben einen etwas größeren Anteil mit 13% und 12%. Aber auch das ist nicht besonders viel. Alle anderen Länder haben nur kleine Anteile. Und außerhalb von Europa haben wir fast überhaupt kein Land. Das ist aber auch Absicht, denn ich will primär in Europa investieren. Das sagt mir also wenig, was mir noch fehlt. Ich schaue mein Portfolio also nach Branchen an. Das lässt sich auch mit dem gleichen Spreadsheet einfach tun. Das ist schon voreingebaut. Das Resultat sieht man hier auf der zweiten Grafik. Hier gibt es nur gerade eine Branche, Industrieunternehmen, die ein etwas höheres Gewicht hat. Aber auch das ist nicht wirklich ein Risiko. Denn Industrieunternehmen sind in ganz verschiedenen Branchen tätig. Vom Automobilsektor über den Kraftwerkesektor bis hin zum Bausektor. Also auch nicht wirklich ein Problem. Aber hier fällt mir etwas auf. Wir haben nur gerade 4% Dienstleistungsunternehmen und das ist nicht besonders viel, wenn man bedenkt, dass westliche Volkswirtschaften heute wichtige große Dienstleistungssektoren haben. Aus diesem Grund schaue ich mir die Dienstleistungen etwas genauer an. Dienstleistungsunternehmen sind interessant. Und zwar gerade dann, wenn man sich für eine Rezession absichern möchte. Denn Dienstleistungsunternehmen haben in der Regel keine hohen Fixkosten. Das heißt, wenn dann die Wirtschaft wirklich sinkt, dann bedeutet das, dass die Kosten bei solchen Unternehmen leichter angepasst werden können. Ich suche also Dienstleister in Europa. Dafür nehme ich die Obermatt Rangdatenbank. Das können Sie auch. Obermatt Premium-Abonnenten kriegen ein File mit allen Obermatt-Rängen jede Woche per E-Mail. Das kann man in Excel laden und dann eben filtern, so wie man will. Ich filtere nach Europa und guten kombinierten Rängen. Das Resultat sehen Sie hier. Das Erste, was mir auffällt, ist eine gewisse Enttäuschung. Die Wachstumsränge dieser Unternehmen sind alle relativ schlecht. Das einzige Unternehmen mit einem guten Wachstumsrang, das auch im Dienstleistungssektor tätig ist, ist Beijer Ref aus Schweden. Das Unternehmen habe ich angeschaut und es ist eigentlich ein Construction, also ein Bauzulieferer-Dienstleister. Nicht unbedingt genau das, was ich wollte, denn der Bau wird ja auch leiden in einer Rezession. Also gehe ich die Liste von oben nach unten. Der beste kombinierte Rang hat Intrum, ein Unternehmen aus Schweden, das sich mit dem Kreditgeschäft befasst. Interessiert mich weniger, ist ja auch eher Banken und Finanzen. Das zweite Unternehmen auf der Liste ist DKSH aus der Schweiz. DKSH ist nicht nur ein Schweizer Unternehmen, sondern sogar ein Zürcher Unternehmen. Und aus diesem Grund stehe ich direkt vor dem weltweiten Headquarter von DKSH, denn es liegt gerade um die Ecke. DKSH ist ein spannendes Unternehmen. Sie helfen anderen Firmen, nach Asien zu expandieren, mit Verkaufs- und Marketingdienstleistungen. Es ist also nicht nur Europa, sondern auch noch Asien. Es ist ein Dienstleistungsunternehmen. Und dann habe ich vor ein paar Wochen, gerade hier in diesem Gebäude, auch den Geschäftsführer kennengelernt und er hat mich ebenfalls überzeugt. Für mich sind all das Gründe genug, DKSH zu kaufen. Ich kaufe also Aktien von DKSH. Das ist meine Entscheidung. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Entscheidung.